Hallo und herzlich willkommen bei einem Infovideo über die RVR-Welt auf dem Groupcraft-Server. Ja, die RVR-Welt ist die Schlachtstätte von den Völkern Blaues Reich, Rotes Reich, und hier unten kommen dann kommt noch ein Portal hin zum Gelben Reich und zum Grünen Reich. Und jeder, der hier auf dem Server Architekt ist, das ist schön, öffentliche Gebäude baut und so weiter, kann hier mithelfen, bauen und bekommt dann Game Mode auf diesem auf dieser Welt. So, der Grundstein ist so, wir haben hier in dieser Welt das Abbauen abgemacht, also es wird nur noch Krieg geben. Aber der Krieg wird dann spannend in mehrere Gebiete sein und so. Da müsst ihr solche Leuchtfeuer wie hier drin dann umändern sozusagen für das Volk. Und dazu müsst ihr irgendwie mit mehreren Leuten hier dran stehen. Wenn ihr zum Beispiel im Roten Reich seid und hier hinkommt, wenn jetzt zum Beispiel drei Leute hier sind, wird sich dann das in Blau umwandeln, in Rot umwandeln, und dann habt ihr das eingenommen, dann gehört die Stadt also euch. Und ja, je mehr ihr habt, desto mehr habt ihr dann auch mit NPCs noch eher eure Freunde. Die NPCs machen wir mit dem diesen 2 Plugin, und ja, so ist es eigentlich so ein PvP-artiges Spiel. Und es gibt immer wieder Gebiete. Das ist jetzt zum Beispiel ein großes Leuchtfeuer. Da gibt es auch kleinere Leuchtfeuer. Leider sieht man den Strahl bei diesem Textspeckrate nicht so gut. Aber sonst sieht man ihn sehr gut. Und zum Beispiel kleine Burgen oder Dörfchen oder so haben einen Einer. Der hat hier einen Vierer. Und ja, die Leuchtfeuer werden keine Buffs geben, außer vielleicht die großen, müssen wir mal noch schauen. Und eben das Ziel von den Architekten dann hier ist es, solche kleinen Dörfer oder großen Dörfer, Städte zu machen und es auch ein bisschen kämpferisch aussehen zu lassen, also zum Beispiel kaputt oder so etwas. Also eben, es gibt dann so Städte und Dörfer, Burgen, die auch kaputt sind. Und es gibt Dungeons, wo ihr Sachen, Belohnungen bekommt. Ich mach mal eben kurz. Was ist jetzt? Ah, er ist gerade rausgegangen wieder. Okay, zum Beispiel der 19Gamer97 hat hier ein Containerschiff gemacht, oder was? Okay. Naja, ein Schiff von den Roten. Und wird dann noch weiter hier im Roten Reich arbeiten. Tut mir leid, dass es gerade so komisch leckt. Keine Ahnung, wieso. Aber ja. Und ein zweites Video kommt dann, wenn es natürlich vorgeschrieben ist. Wir sind momentan gerade nur 2 Leute, die hier machen, weil die anderswo beschäftigt sind. Aber ja, vor allem ich werde zum Beispiel im Livestream oder per Let's Play hier dann auch sehr viel bauen. Also zum Beispiel diese Stadt hier ist von mir gebaut. Der Vulkan auch, der gefällt mir aber noch nicht so, den muss ich noch ein bisschen umgestalten. Der sieht eher aus wie ein Ameisenhügel. Hier oben habt ihr zum Beispiel die Regeln dann für die Architekten mit dem Game Mode. Und jo, jedes Volk hat dann ihre Rüstungen. Ich habe hier mal ein bisschen dunklere blaue Rüstungen für das Blaue Reich gemacht. Und da mache ich noch entweder dunklere oder hellere rote Rüstungen, genau. Hier gibt es Schwerter und Bögen. Aber die muss man nicht kaufen, das ist jetzt einfach so zum es dynamisch finden, dass hier eben das Kriegszeug verkauft wird. Bisschen Nahrung müsst ihr auch nicht kaufen, weil Nahrung
ist hier abgeschaltet. Wir müssen jetzt noch schauen, wie wir das Regenerationszeug wegmachen. Aber ja, also hier habe ich alles gebaut. Hier muss ich noch ein bisschen einrichten. Und ja. Also, freut mich, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Ja, und wenn ihr euch interessiert seid, könnt ihr mir gerne ein paar Fragen stellen oder ja, wenn ihr gut baut, mithelfen. Aber wir brauchen euer Vertrauen, weil hier Gamemod ist, Gamemod 1. Und ja, also, Dankeschön fürs Schauen dieses Video. Und später kommen dann noch mehr Videos, auch von den anderen Welten. Und ja, also Dankeschön fürs Schauen dieses Video von der Airfire-Welt. Jo, wir werden hier viel machen, es wird schon richtig spannend sein. Und wenn ihr dann kriegeln können und Gebäude einnehmen und so, das wird sicher, ja, cool. Und ja, also, tschüss, Leute.